Sebastian Mannhardt, wie blicken Sie auf das vergangene Jahr zurück? Ja, wir hatten viele sehr schöne Erfolge von Athleten, die wir in irgendeiner Form unterstützen durften, quer durch alle Sportarten durch, ob es jetzt im Turnen eine Elisa Hemmerle war, ob es im Segeln Bilstein Hussel waren, im Skiweltcup Punkte, egal ob es bei den Nordischen, bei den Skispringern oder bei den Alpinen war. Leider bietet sich auf der verletzten Seite sozusagen ein ähnliches Bild, wo die Liste beinahe genauso lang ist wie diejenige der Erfolge. Zu Ihren Aufgaben hier im Sportservice gehört ja nicht nur die Unterstützung der Sportler bei ihrem alltäglichen Training, sondern auch die Ausbildung von Trainern, von Ausbildern. Wie sieht es hier aus? Wir unterstützen in allen Bereichen, die rundherum um einen Sportler angesiedelt sind. Also das komplette Umfeld, egal ob das mit eigenen Dienstleistungen in der Physiotherapie, Sportwissenschaft oder Sportmedizin zum Beispiel ist, oder eben genau die Rahmenbedingungen, dass gut qualifizierte Trainer mit Nachwuchssportlern oder auch den Leuten in der Elite arbeiten, genauso wie die Qualifikation vom ganzen Management rundherum um Athleten oder rund um Verbände. Wie ist denn hier aktuell die Vorarlberger Sportszene aufgestellt aus Ihrer Sicht? Wir haben in der Trainerausbildung ein durchaus das Thema, dass wir gerne mehr gut qualifizierte Trainer haben. Es wäre schön, wenn der Trainerberuf mehr Anerkennung genießen würde, wenn der Stellenwert höher wäre, wenn sozusagen in der Gesellschaft mehr Anerkennung da wäre für Leute, die sich eigentlich für Kinder von anderen ins Zeug werfen. Was sind denn die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht für den Sportservice im Jahr 2016? Ja, wir müssen es schaffen, dass wir unsere Leistungen rund um die Spitzensportler konzentrierter und vielleicht noch in ein bisschen einer besseren Abstimmung als bisher wirklich an den Mann oder an die Frau bringen. Dürfen dabei aber nicht außer Acht lassen, dass genauso wichtig ist für die nächsten Jahre und den unter Anführungszeichen Nachschub sicherzustellen. Das heißt, wirklich mit jungen Leuten auch ordentlich zu arbeiten und ihnen dabei zu helfen, dass sie ordentliche Rahmenbedingungen haben, in denen sie sich gut entwickeln können, wenn sie wirklich auch den Einsatz mitbringen. Dazu gehört es auch, dass das Sportservice selbst die notwendigen Infrastruktur bieten kann. Da geht es immer wieder die Diskussion um den Ausbau oder die Erneuerung des Olympiazentrums. Wie sieht es hier aus? Wir sind grundsätzlich sehr ordentlich aufgestellt. Natürlich gäbe es immer Wünsche an Entwicklungen. Kraftraum wäre ein Thema, wo wir gern mehr Fläche zur Verfügung hätten. Allerdings ist natürlich alles auch im Zusammenspiel mit der Entwicklung des Sportgymnasiums zu sehen, wo einfach diese beiden Spitzensportinstitutionen wirklich Hand in Hand ineinander greifen können müssen. Was dieses Jahr auch noch schlagen wird, ist die Qualifikation für Rio. Welche Erwartungen haben Sie hier im Vorarlberger Sportlerfeld? Wir haben ein paar aussichtsreiche Kandidaten in Vorarlberg. Wir sehen sehr viele Chancen bei Elisa Hemmerle. Wir sehen viele Chancen bei Matthias Brändle. David Obernosterer, Lisi Baldauf sollten sich auch qualifizieren können. Tamira Paschek hat definitiv noch Möglichkeiten. Die Segler bei Gea Mehr haben auch absolut gute Chancen noch. Vielleicht kommt noch ein Ringer dazu. Vielleicht im Segel, möglicherweise auch noch im Tennis. Es gibt noch ein paar Optionen.